Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom KT1 Startgespräch. Diesmal zum Thema Körpersprache, Sprechen ohne Worte. Und zu diesem Thema darf ich den Körpersprache-Experten begrüßen, nämlich Stefan Wehrer. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass Sie da sind. Körpersprache, ein riesiges Thema mit vielen Facetten, ein Thema, mit dem sich viele Menschen beschäftigen, viele Vortragende, viele Experten, mit dem Sie sich intensiv beschäftigt haben. Und Sie sagen, dass das gesamte Thema Körpersprache oft nur sehr einseitig behandelt wird und dass es oft nur um das Deuten von Einzelsignalen geht. Bevor wir jetzt auf die Einzelsignale zu sprechen kommen, einmal, wie weit geht denn dieses Thema wirklich? Naja, das ist... Jetzt muss ich es im aristotelischen Sinn betrachten. Der alte griechische Philosoph hat gesagt, wir erkennen etwas als lebendig an, wenn es sich bewegt. Und wenn wir das einmal genau betrachten, dann ist spätestens mit der Geburt erkennen wir etwas als lebendig an, und zwar, weil sich das Baby bewegt. Und welche Panik kriegen Eltern und Ärzte und Hebammen, wenn sich das Baby nicht bewegt? Früher hat man sogar den Klaps am Hintern gegeben, dass das Kind eine starke Bewegung gibt. Und wir haben Bewegung bis ans Ende des Lebens. Und wir können oft schon gar nicht mehr reden, alte Menschen können gar nicht mehr reden, aber sie bewegen sich nur ein bisschen. Ich habe da mit Palliativmedizinern, also Medizinern, die Menschen am letzten Weg begleitet, gesprochen, und die sagen, genau das Letzte, was bleibt, ist die Bewegung. Oft ist nur mehr Augenaufschlag. Und deswegen muss man sagen, Körpersprache beinhaltet das ganze Leben. Ja. Auch von Tieren übrigens, ja. Sie unterscheiden aber ganz konkret funktionelle Körpersprache von unfunktioneller Körpersprache. Genau. Was heißt denn das genau? Naja, also die funktionelle Körpersprache ist die Körpersprache, die immer einen direkten Nutzen erfüllt. Ja? Also wenn ich jetzt einhergehe und am Tisch schaue, dann war das unfunktionell. Das war funktionell damals, nehmen wir mal an, im Urwald, ja, wir waren nur Primaten, ja. Und wir haben da einen Regenwurm gehabt oder irgendeinen Wurm, der uns was wegessen wollte. Da sind wir hergegangen und haben einfach draufgehauen. Wir haben also das Tier erschlagen. Heute haben wir am Tisch nicht mehr, um ein Tier zu erschlagen, sondern um einen Gedanken zu erschlagen, ein Gegenargument zu erschlagen. Das heißt, dieses Funktionelle, der direkte Nutzen, etwas mit der Waffe Faust zu erschlagen, ist weggefallen. Es wurde also zu einer unfunktionellen Körperhaltung. Das heißt, wir machen im Alltag unglaublich viele Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen würden. Wir schwingen ganz stark mit den Armen, obwohl wir von A nach B auch ohne Bewegung kommen könnten. Mhm. Und damit ist das Schwingen der Arme unfunktionell, aber es gibt uns eben eine Bedeutung. Zum Beispiel verleiht es uns Energie. Aber jetzt beides, funktionell oder unfunktionell, passiert bewusst, unbewusst? Also der Großteil der Körpersprache passiert unbewusst. Jetzt müssen wir ganz genau sein, es heißt vorbewusst, bevor es uns bewusst wird. Also stellen Sie sich vor, ich bin übrigens der Stefan. Servus. Katharina. Grüß dich. Wie sehe ich, bin aus Lienz, da ist man sehr schnell bei du. Ja. Also weißt du, man fährt mit dem Auto und der Polizist, man sieht den Polizisten nur, ja, und da werden die meisten Menschen sofort das Lenkrad festhalten und auf die Bremse treten. Und danach kommt man drauf, Moment, ich bin richtig schnell gefahren, angeschnallt war ich auch, telefoniert habe ich auch nicht. Das heißt, ich habe alles korrekt gemacht. Aber bis diese bewussten Gedanken kommen, hat der Körper schon lange reagiert gehabt. Die Körpersprache passiert also meistens, der größte Teil passiert, bevor es uns überhaupt bewusst ist. Und was wird jetzt von unserem Gegenüber körpersprachlich tatsächlich wahrgenommen und gewertet oder bewertet? Also, wir nehmen enorm viel wahr. Ja? Wir nehmen weit mehr wahr, als uns bewusst ist. Ja? Also, wenn wir über so Signale wie Arme verschränken oder Beine überschlagen reden, da locht unser Gehirn nur drüber, weil das ist so offensichtlich. Dass es das unterbewusste Gehirn, das vorbewusste Gehirn sozusagen über das Bewusste einfach nur locht. Wir nehmen fast alles wahr, und das mit dem Bewerten, was du gesagt hast, das war jetzt sehr interessant, wir bewerten schon, aber wir bewerten nicht so bewusst, wie das dann in den weiß ich nicht, Frauen- und Männermagazinen immer drinnen steht. Was weiß ich, das Gehirn sagt plötzlich, ui, der ist verschlossen oder so, das Gehirn hat keine Worte dafür. Mhm. Es weiß nur, wie kann ich mit dem Menschen jetzt weiter kommunizieren. Das heißt, es nimmt alles wahr. Wenn ein Mensch so da sitzt, denkt sich das Gehirn, ich will lieber abhauen von dem. Wenn jemand aber so da steht, denkt sich das Gehirn, aha, der ist neugierig, dem kann ich mehr erzählen. Das heißt, wir nehmen immer sehr, sehr viel wahr und ziehen unsere Schlüsse draus. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in diesem Bereich von diesen Einzelsignalen, die wir da am Anfang angesprochen haben. Vielleicht wirklich einmal ganz konkret, damit wir wissen, was gemeint ist. Was können jetzt Einzelsignale sein? Ein Einzelsignal ist, jetzt nehme ich, glaube ich, das Klischeehafteste, ist Arme verschränken. Das liest man immer wieder, Arme verschränken, und man sagt immer wieder, es seien verschlossene Menschen, zurückhaltende Menschen und so weiter. Dabei ist es zu wenig Information. Ich kann nämlich so da sitzen, dann schaut es sehr angriffig aus, ich kann aber genauso so da sitzen, dann wird es plötzlich zum Flirtsignal. Also stell dir vor, du bist oder als Mann sitzt an einem Münchner Oktoberfest, was ich, sitzt auf einer Bierbank
kommt eine Dame auf ihn zu, im Dirndl, ja, die setzt sich ihm gegenüber, sie verschränkt ihre Arme und sie lehnt sich dem entgegen, dann ist das ein Flirtsignal, weil sie ihr Dekolleté hergezeigt hat und das war kein Abwehrsignal. Mhm. Was sie, und da könnten wir jetzt viele Signale durchmachen. Ja. Das kann vielleicht jeder mal daheim probieren, wenn du mal daheim sitzt und die Beine überschlagst. Da sagen ja viele Menschen, am Überschlagen könne man erkennen, ob die sympathische Person links oder rechts sitzt. Mhm. Weil ein Mensch immer zur sympathischen Person hin überschlagen würde. Mhm. Und das kann jeder daheim probieren, wenn du das ausmachst, überschlagst einmal auf die linke Seite und einmal auf die rechte Seite und dann wirst du draufkommen, auf einer Seite geht es leichter. Und 80-90% aller Menschen überschlagen nahezu immer auf die gleiche Seite. Das heißt, daran kann man nicht erkennen, wo die sympathische Person ist. Maximal das Hüftleiden vom anderen kannst du erkennen, sonst gar nichts. Das heißt, jetzt habe ich zwei so Einzelsignale genommen, was wir einfach erkennen ist, es ist zu wenig Information. Mhm. Wenn ich ein Signal erkenne, dann ist das immer, das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage, es ist immer bedeutungslos. Mhm. Es bekommt erst die Bedeutung durch alle anderen Signale dazu. Das heißt, das muss man aufhören. Das heißt aber trotzdem im Sinne von, viele kleine Teile ergeben ein Ganzes. Das heißt, viele kleine Einzelsignale ergeben das gesamte Wirken. Ganz genau. So ist der Körper auch gebaut. Ja. Man spricht in der Medizin spricht man von Synkinesie. Das heißt, der Körper ist ein System. Also weißt du, du schneidest den kleinen Finger, dann rennt ja auch nicht nur der kleine Finger zum Ort, sondern der ganze Körper rennt hin. Und auch in der Körpersprache ist so, du musst den gesamten Körper anschauen. Und das ist ein Tipp, den ich jedem geben kann. Schau es kindlich an. Mhm. Weil das Kind muss die Körpersprache gut lesen können, weil es kann ja mit der Mama noch nicht kommunizieren, es kann ja nicht erkennen einzelne Details. Und das heißt, das Kind geht nicht her und sagt, die Mama hat Arme verschränkt und die eine Augenbraue ist oben und weiß ich nicht, der Mundwinkel ist halt anders wie gestern, deswegen kriege ich halt keine Milch. Sondern das Kind erkennt nur, die Mama ist halt stressig, das Gesamtbild ist hektischer, die Bewegungen sind schneller, sie ist etwas abgewandter, also dürft sie nicht so stabil sein. Und damit fühle ich mich auch unsicherer als Kind. Und diesen kindlichen Blick, den brauchen wir uns nur wieder zulegen. Wir haben ihn alle drauf. Und hör mal auf, mit diesen Einzeldetails von irgendjemandem herausglauben, da bist du fast immer falsch. Aber was ich jetzt rausgehört habe, wir reagieren also automatisch auf die Körpersprache des anderen? Automatisch. Schneller wie alles andere. Wenn wir einen neuen Nachbar in der Wohnung haben, wenn die Leute jetzt es eingeschalten haben, ja, die schauen uns an und haben ganz schnell eine Meinung zu uns. Mhm. Und das Gleiche ist, du triffst auf der Straße jemanden. Schau, du fährst auf Urlaub und kennst den nicht aus. Dein Unterbewusstsein checkt ganz genau ab, wen frage ich nach dem Weg und wen frage ich nicht nach dem Weg. Es ist sogar so, das Fragen kommt erst, wenn Leute in deiner Umgebung sein, wo du überhaupt dir überlegst, jemanden anzusprechen. Vorher hat das Gehirn schon gesagt, na, das ist so eine unsichere Gegend, da fragen wir lieber niemanden. Mhm. Das geht natürlich auch ins Verlieben. Ja? Also das Verlieben passiert da zum größten Teil über die Körpersprache. Ich weiß, Frauen, ihr redet immer von den inneren Werten. Ja? Aber bis du die Leberwerte von deinem Haverer kriegst, weißt du, was ich meine? Vergiss es. Das heißt, das ist äußerst. Da können wir nochmal drüber reden. Ja, aber die äußeren Signale sind die ersten und wichtigen Signale. Und, das muss man auch dazu sagen, auch politische Entscheidungen. Mhm. Politische Entscheidungen basieren ganz, ganz stark nach dem Auftritt und nach dem Erscheinen des Menschen, des politischen Kandidaten. Und das ist ja auch das Erste, was wir wahrnehmen. Das Erste, was wir wahrnehmen. Jetzt ist natürlich, birgt dieses Deuten von Körpersprache schon eine gewisse Faszination in sich. Aber wer kann denn sowas? Was braucht es, dass man Körpersprache deuten kann? Ja, da brauchst du ganz was Wichtiges und zwar Augen. Sonst nichts. Augen reicht. Ein bisschen Hirn brauchst du auch, das stimmt, ja. Mhm. Aber Augen reicht. Nicht zu viel denken drüber, sondern einfach nur schauen. Übrigens, ich habe zwei Söhne und das gebe ich denen mit, ja. Ich gebe denen nicht mit, verschränke keine Arme und tu das nicht und so weiter. Das gebe ich auch mit. Sondern wir sitzen oft in einem Café und da kommt ein Mann oder eine Frau, kommt irgendwie so ganz gebeugt her, junger. Mhm. Und ich sage ihnen nur, schau dir den an. Und das reicht. Weil die Kinder ja sowieso ihre Schlüsse drauf ziehen. Da brauche ich jetzt nicht auf Punkt und Beistrich den durchanalysieren. Und ich glaube, den Blick, den hat jeder Mensch drauf. Wir verstellen ihn nur durch unser zu viel Denken. Mhm. Denken bringt nichts. Gut, Denken bringt nichts. Das können wir jetzt einmal festhalten. Was ich auch sehr spannend finde, du deutest ja sehr viel. Mhm. Unter anderem widmest du dich auch sehr vielen wissenschaftlichen Projekten. Dabei ist auch Körpersprache im Gerichtssaal. Sehr spannendes Thema. Was genau machst du denn da? Also ich habe die Chance, einer der gefragtesten Strafverteidiger in Deutschland, der hat mich eingeladen, mitzugehen zu Prozessen. Und das ist deswegen spannend, weil der erstens gewusst hat oder schon aus einem Bauch heraus, Bauchgefühl heraus einfach erkannt hat, wie entscheidend die Körpersprache ist im,
bei Verhandlungen. Mhm. Und der hat mich dann mitgenommen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, Richterinnen und Richter, Gutachter und natürlich die Angeklagten zu beobachten. Und ich bin auch bei Vorgesprächen dabei, was ganz spannend ist. Also es sind wirklich auch sehr, sehr schwere Straftaten. Und es sind ganz große Prozesse, die in den Medien sind. Und da sitze ich dann ein stilles Mäuschen drin und habe die Möglichkeit zu beobachten. Das ist eines der spannendsten Projekte. Wir seien auch ein-, zweimal im Jahr auf Bühnen und erzählen von unseren Erlebnissen. Und welche Beobachtungen ließen Sie da bereits feststellen? Also hat das tatsächlich Einfluss, ob jetzt jemand einen Fall gewinnt oder verurteilt wird, die Körpersprache? Die erste Erkenntnis ist, Verbrecherinnen und Verbrecher, ich muss dazu sagen, die schweren Straftaten sind fast ausschließlich Männersache, ja, leider, die kannst du an der Körpersprache nicht erkennen. Mhm. Also jeder, der meint, an der Körpersprache kann ich erkennen, ob jemand Verbrechergen in sich hat oder nicht, ist vollkommen falsch. Da gibt es auch, sagen auch alle Studien, ich sage das deswegen, weil es gibt manchmal Bücher und es gibt manchmal Menschen, die reden drüber, die sagen, wenn jemand da so eine Stirnfalte hat und jemand so ein Kinn hat, dann ist er zuverlässig oder unzuverlässig oder ordnungsliebend oder nicht. Das ist vollkommen ein Humbug. Das war vor 100 Jahren, haben das ein paar Leute sich gedacht, die Nazis haben das übernommen, das ist ganz ein gefährliches Pflaster, das ist mir wichtig, das zu sagen. Und ich erlebe es einfach, das sind oft sympathische Leute, das sind oft gebildete Leute, natürlich nicht alle, aber das sind Menschen wie du und ich. Das ist die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, ich kann nur jedem einen Tipp geben, wer einmal mit dem Gesetz in Konflikt kommt und wer vor Gericht geht, achte drauf, was für Körpersprache du hast, achte auf deine Kleidung, die du anziehst, achte, wie du mit allen in der Umgebung in dem Gerichtssaal kommunizierst, weil du steigst deutlich besser aus, wenn du das gut machst. Fang schon an, wenn dir die Polizei aufhaltet, was? Die Polizei hält dich auf, ich habe viel mit Exekutivorganisationen immer wieder zu tun in verschiedenen Ländern und also nicht ich, als wo ich aufgehalten wäre, sondern ich arbeite mit denen und die sagen mir das aus erster Hand, wenn da jemand unangenehm daherkommt, weil er halt meint, zu sagen, ja, ich bin Steuerzahler und du bist mein Angestellter und du brauchst mich jetzt nicht aufhalten, wird automatisch strenger bedacht als jemand, der mit seiner Körpersprache optimaler hingeht. Übrigens, da kann man von den Nachbarn im Süden was lernen, von Italienern. Und zwar, wenn du in Italien aufgehalten wirst, dann ist ganz wichtig, geh mit dem Polizisten total wertschätzend um. Und entschuldige dich und gib sofort alles zu und sag, es tut mir leid und so. Weil wenn du dem nur sagst, Moment einmal Italiener, wir wissen das besser, ja, dann hat der eine menschliche Reaktion, die wir alle haben. Er erkennt sofort, du kratzt an seiner Hierarchie. Und wenn du an der Hierarchie kratzt, dann will der sofort dir beweisen, dass er der Mächtigere ist. Und glaub mir, er ist immer der Mächtigere. In weiterer Folge. Aber was tut man jetzt, wenn wir jetzt sagen in Österreich, was wäre denn in diesem Zusammenhang, vielleicht vor Gericht, eine positive oder gewinnende Körpersprache? Also für Gerichtsverhandlungen gebe ich jetzt keine Tipps. Ich gebe auch in den Prozessen natürlich niemanden Tipps. Das wäre ja Wahnsinn. Ich kann einfach nur sagen, was du im Alltag als wertschätzend empfindest, sollte man auch in solchen Situationen machen. Und das ist schwierig. Und zwar, was ist denn Wertschätzung? Zum Beispiel Wertschätzung heißt, wir halten Augenkontakt. Wertschätzung heißt, ich drehe mich dem anderen zu. Wertschätzung heißt, ich lasse den anderen ausreden und mach genau das, was du jetzt machst. Während ich nämlich rede, machst du die ganze Zeit so, wie wenn du Metallica hören würdest währenddessen. Das heißt, du signalisierst mir, du hörst mir zu. Und das macht man in stressigen Situationen weniger. Also man wird von jemandem unangenehm angeredet. Man ist bei einer Prüfung, man ist beim Bewerbungsgespräch und ist total im Stress. Dann versucht man zum Beispiel Augenkontakt zu vermeiden, weil man will das ausblenden. Es fällt einem schwer, das lockere Wippen mit dem Kopf, was du jetzt gerade machst. Man dreht sich vom anderen weg, weil man eben vermeiden will. Und genau das sind die Signale, die dem anderen signalisieren, ich bin ihm nicht wichtig genug. Und deswegen muss ich jetzt hergehen und mich wichtig machen. Und deswegen im Leben insgesamt, das allererste ist, gib dem anderen Aufmerksamkeit und Wertschätzung, indem du ihn wahrnimmst. Und da gebe ich eine Regel für alle. Und die heißt N-N-Regel. Und zwar einfach, wenn ein Mensch wenig Interesse am anderen hat, dann schaut er ihn nur aus den Augenwinkel heraus an. Mein Interesse ist jetzt da vorne. Wenn du spannender wirst für mich, dann drehe ich dir mein erstes N zu und das ist die Nase. Wenn du wirklich spannend für mich bist, drehe ich dir mein zweites N zu und das ist der Nabel. Die Regel lautet also Nase-Nabel-Regel. Wenn man verliebt ist, ganz am Anfang, da geht man zum Essen sitzen im Lokal und man sitzt sich immer gegenüber. Man wendet sich N-N zu. Und damit sage ich dem anderen,
du bist wichtig, alles andere ist nicht mehr so wichtig. Dann warst du bei der Hochzeitsreise oder ein bisschen später, fährt man irgendwo hin auf Urlaub und sitzt schon im Café so ein bisschen ums Eck. Ja? Und dann bist du 20 Jahre verheiratet und der Einzige, der dann ein N sieht, ist vor der Couch der Wetterfrosch im Fernsehen, weil man sich nicht mehr anschaut. Ja? Das heißt, und jetzt sage ich auch nicht, dass ich 20 Jahre verheiratete Leute die ganze Zeit mit N anschauen soll, aber es muss diese Momente im Jahresverlauf von Menschen, von Partnerschaften geben. Mhm. Was ich ein, zweimal, dreimal im Jahr oder ein paar Mal in der Woche, was, wo man einfach sagt, du bist mir jetzt genug. Ich brauche kein Handy dazwischen, ich brauche keine Zeitung dazwischen, ich brauche jetzt nur dich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, die N-N-Regel. Weil auch wenn ich meinen Partner liebe, wenn ich es ihm nicht zeige, dann kann er es nicht erkennen. Weil eins ist ganz wichtig, Körpersprache kann niemals in einen Menschen reinschauen. Also wir können nicht wissen, was du denkst oder fühlst. Wir können nur deine äußeren Signale erkennen und das, was du uns aussendest, das hilft uns oft zu einer Interpretation, aber die kann oft falsch sein. Das heißt, auch wenn du innerlich total glücklich bist, dann kann das wirklich sein, aber wenn du so herumgehst mit so einer Körpersprache, dann wird es dir keiner glauben. Und das Gleiche ist eben mit der Liebe. Wenn du deinem Partner nicht manchmal das Feuer zeigst, was du am Anfang gehabt hast, dann wird er selber auch nicht mehr spüren. Mhm. Ein Punkt, auf den ich ganz gern noch zu sprechen kommen würde, du hast es vorhin angesprochen, nämlich, dass man anhand der Körpersprache nicht auf psychologische Vorgänge schließen darf. Also muss da wirklich ganz klar eine Grenze gezogen werden? Das ist eines der zentralen, wichtigen Aufgaben in meiner Arbeit. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren intensiver wie die allermeisten Menschen mit Körpersprache. Und eins habe ich gelernt, wir dürfen die Körpersprache nicht als Verpsychologisierungswerkzeug nehmen, weil es nicht zulässig ist. Und zwar, man liegt einfach viel zu oft falsch. Das sage ich einfach jedem, der meint, so schnell an der Körpersprache aus seinem Bauchgefühl heraus eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Das war jetzt wichtig. Eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Natürlich hat man mit dem Bauchgefühl oft recht. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Das kann sein, dass dein Partner, deine Kinder, jemand in der Firma, du hast irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Hör auf das Bauchgefühl. Aber nimm bitte Abstand davon, jetzt zu sagen, der Mensch wäre hundertprozentig so. Du kannst nur das Gefühl haben, die Kollegin ist halt traurig. Ja, warum? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl. Ist zulässig. Aber nicht sagen, quasi ein psychologisches Urteil, die Kollegin ist heute definitiv traurig. Das ist nicht zulässig. Mhm. Und das sage ich deswegen so genau, weil ich lese es immer wieder in Magazinen und Zeitungen, wenn zum Beispiel Politikern wie Donald Trump irgendwelche psychologischen Pathologien, irgendwelche Psychokrankheiten zuvidividiert werden. Ich sage dir eins, niemand von denen ist dem näher als 3000 Kilometer bisher gekommen. Die Leute haben ihn nur in ein paar YouTube-Videos und im Fernsehen gesehen. Und es ist anmaßend, jemand anderen ein Psycho-Urteil zu geben, den man nicht länger als, was ich in einem 2-Minuten-Beitrag im Fernsehen gesehen habe. Nicht, dass man nicht ein Bauchgefühl dazu hat, das habe ich auch zu ihm. Mhm. Aber es ist eben der Unterschied, ein Bauchgefühl zu haben und eine wissenschaftlich fundierte Aussage zu treffen. Jetzt haben wir viel über das Deuten von Körpersprache gesprochen. Drehen wir es einmal um. Körpersprache lernen, verändern. Inwieweit geht das eigentlich und sind wir dann überhaupt noch echt? Wir müssen einmal vorher gehen, einmal einen Schritt zurück, was du gerade gesagt hast. Wir reden viel über das Deuten und du hast gemerkt, meine Antworten waren sehr viel oft das eigene Senden. Mhm. Körpersprache ist nicht so, ich setze mich irgendwo hin und schaue nur, wie der andere ist. Mir hat ein sehr großes Unternehmen eingeladen und hat gesagt, Herr Werra, wir müssen so viele Menschen einstellen, kommen zu uns, wir wollen nämlich lernen, was die Bewerber mit ihrer Körpersprache über sich verraten. Mhm. Und nach ein paar Minuten wurde ihnen ganz klar, die verraten genau das, was du ihnen aussendest. Also wenn du dich heute als Personalchef so hinsetzt und den Bewerber mal so reinholst, dann reagiert der auf deine Körpersprache. Mhm. Wenn die sich aber so hinsetzen, interessiert in einem netten Gespräch, in einer netten Umgebung, dann hat der auch eine ganz andere Körpersprache. Das heißt, wir dürfen niemals Körpersprache nur als Einweg, nur der andere gilt. Wir gelten ganz genauso. Martin Buber. Das ist ein Religionsphilosoph, der hat einmal gesagt, das Ich entsteht am Du. Erst weil ich weiß, wie du auf mich reagierst, weiß ich überhaupt, was ich für ein Mensch bin. Deswegen wollen wir ja so genau wissen, was sagt denn der andere mit seiner Körpersprache? Nimmt er mich ernst? Nimmt er mich nicht ernst? Deswegen reagieren wir auch so unangenehm, wenn man jemand keine Aufmerksamkeit schenkt, weil wir denken, bin ich nicht wichtig genug? Das heißt, ich erfahre über mich was. Und jetzt zur Veränderung, zu deiner Frage zur Veränderung. Also pass auf, das mit der Veränderung in der Körpersprache ist so. Wir haben ja vorher gesagt, der Großteil der Körpersprache ist
nicht steuerbar. Mhm. Das heißt, man braucht überhaupt keine Angst haben, dass man sich, wenn man sich einmal mit seiner Körpersprache beschäftigt, dass man sofort unecht wird. Das ist das Erste. Dann kommt noch ein zweites Faktum dazu. Der Großteil der Körpersprache ist vorgeburtlich festgelegt. Mhm. Das heißt, wir haben ein Leben lang keinen Zugriff mehr drauf. Deswegen werden wir aus der Angela Merkel auch niemals eine Rampensau machen, zum Beispiel. Weil die das gar nicht in sich hat. Die ist ein ruhiger, zurückhaltender Mensch. Und jetzt komme ich zum wichtigen Punkt. Weißt du, warum sie so glaubwürdig ist? Weil sie es gar nicht erst versucht. Sie weiß, sie ist ein Mensch der zweiten Reihe. Jemand, der etwas mehr im Hintergrund ist. Blöd wäre es bei der Merkel, wenn sie versucht, jetzt plötzlich als Strahlefrau dazustehen. Mhm. Und das kann ich einfach jedem mitgeben. Was ich mit den Menschen einfach mache, ist, ich gebe ihnen nur das mit, dass sie wieder draufkommen auf das, was bei ihnen drinnen schlummert. Weil wir haben alle viel zu viel Angst, einen Fehler zu machen. Weißt? Mhm. Wenn ich halt da das Interview mache, du merkst, wie viel ich rede und wie viel ich mit den Händen tue und so weiter. In jedem Interviewtraining würden sie sagen, lass die Hände ruhig liegen und so weiter. Wenn ich die Hände ruhig liegen lasse und mich nicht ausreichend bewege, schalten die Leute weiter. Mhm. Weil das heißt, die Bewegung ist das Erste, was wahrgenommen wird. Aber wenn ich so Angst habe, Fehler zu machen, dann muss ich mich immer reduzieren. Die Schule tut ihres dazu bei. Sie sagt nämlich unseren Kindern, dass man beim Referat sich nicht bewegen soll. Das Ganze hat mich echt berührt, weil in meiner Generation war das noch so. Und meine Kinder lernen das jetzt auch. Die kriegen definitiv eine schlechtere Note, wenn sie sich beim Referat bewegen. Mhm. Und dabei lebe ich es den Leuten ja vor, wenn du dich nicht bewegst, ist es langweilig. Also ihr kennt doch alle die Lehrer, die die ganze Zeit so reden oder die Fernsehmoderatoren, die so reden. Das ist nicht attraktiv. Wir wollen die Veränderung sehen. Wir wollen sehen, dass sich da was tut. Was ich also den Menschen mitgebe, ist einfach das wieder zu wecken, was ohnehin in ihnen schlummert, was sie in der Kindheit alle freilaufen haben lassen, was sie rauslassen haben. Und das ist ein konkretes Beispiel ist, heb die Augenbrauen zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn du einen Nachbarn triffst und du hebst die Augenbrauen wieder und sagst ihm, ah, du bist auch da, ist das eine freundliche Begrüßung. Du kannst auch zu ihm sagen, ah, du bist auch da. Was merkt? Und das ist die Kleinigkeit. Das ist also nicht unnatürlich, sondern einfach nur das, oder du bist verliebt und dein Partner kommt heim und du sagst, ah, du bist's. Mhm. Heute sagst du, ah, du bist's. Und genau die kleinen Bewegungen sind es. Das gebe ich den Leuten wieder mit. Also was wir festhalten können, es ist Aktion, Reaktion. Aber auch, man kann sich nur in seiner eigenen Rolle entwickeln. Das heißt, wir sind irgendwo in der Entwicklung, in der vielleicht sogar Verbesserung begrenzt. Ist das richtig? Also ich bin ja keiner von denen, die glaubt, du kannst alles. Mhm. Das ist wissenschaftlich nicht. Ich weiß, viele Motivationstrainer leben davon und glaub an dich und alles. Nein, es gibt einfach manche. Also ich könnte kein guter Basketballer sein, ja, weil ich bin nur 1,60 Meter groß. Ja. Ich könnte kein guter Basketballer sein. Also das würde großes Frustrationspotenzial haben. Selbst wenn ich körperlich total fit wäre, da würden die Jungs mit 2,12 Meter würden einfach, weiß ich nicht, mir die Körbe so oben reinwerfen, während die da unten noch herumhupfen. Ja. Also ich glaube aber, wir sind es unserem Potenzial schuldig, dass wir aus uns das Beste rausholen. Wenn wir aber hergehen, in der Früh in den Spiegel schauen und fangen schon an zu jammern, weil da haben wir Hautunreinheit und da haben wir wieder dazugenommen und da passt irgendwas nicht, dann gehen wir mit dem Geschenk, nämlich mit unserem Körper, nicht wertschätzend um. Und ich bin nur der Erinnerer, dass du aus dir selber das Beste machen sollst. Und du brauchst nichts Neues dazu holen. Du brauchst nicht glauben, du musst Techniken lernen oder so. Sondern du musst nur das lernen, was in dir sowieso schlummert. Das musst du holen. Jetzt rennt die Zeit davon wie im Flug. Für eine Frage haben wir aber noch Zeit. Mich würde interessieren, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Du gibst ja sehr viele Vorträge, hast deine Projekte. Was steht jetzt noch an? Also muss man mal sagen, wie ich das mache. Ich habe im Jahr über 50.000 Menschen, die mir zuhören. Das sind also sehr viele und zwar weltweit. Jetzt bin ich heute in Klagenfurt. Mhm. Und zwar auf der Uni, ausverkauft, schon lange ausverkauft. Ich komme nächstes Jahr wieder. Kärntnerinnen, Kärntner, ihr müsst unbedingt kommen. Eure Körpersprache ist zwar unglaublich gut, aber eine Nachschulung habt ihr dringend nötig. Am 9. Mai in die Uni wieder, 9. Mai 2019. Und ich verspreche eins, wie bei all meinen Vorträgen, du wirst am Ende nie wissen, ob du mehr gelacht oder mehr gelernt hast. Weil ich glaube, die Leichtigkeit im Lernen ist so wichtig. Dann im April bin ich auf einer kleinen Europatournee durch England durch, dann ist Holland dabei. Dann geht es gleich ziemlich direkt weiter nach Singapur, da trete ich zweimal auf, dann bin ich in Texas bin ich drüben, Bulgarien steht auch noch am Programm, Italien steht am Programm. Das heißt, ich mache es auch weltweit, bin ich unterwegs mit dem Thema, weil Körpersprache halt die einzige Kommunikation ist, die weltweit verstanden wird. Und das muss man in Kärnten zum Beispiel wissen, das Tourismusland. Ja, egal, wo die Leute herkommen. Ein Lachen ist überall ein Lachen und der Faust wird überall gleich verstanden. Und das mache ich und ich bin sehr viel auch in sozialen Projekten, für die Schweizer Kinderkrebshilfe zum Beispiel. Ich arbeite auch mit Menschen mit Autismus,
viel im medizinischen Bereich. Ärztinnen und Ärzte kriegen in ihrer Ausbildung zu wenig über Körpersprache mit. Und da gebe ich den Ärzten einfach mit, wie sich der Patient bei dir wohler fühlt. Weil wenn er sich wohlfühlt bei dir, dann setzt du das, was er dir vorschlägt, der Arzt nämlich, setzt man als Patient einfach lieber um. Also da mache ich sehr, sehr viel. Und ganz wichtig, vielleicht für alle, die es interessiert, ich gebe einmal pro Woche einen Körpersprachetipp. Das ist vielleicht ein Zitat, ein netter Gedanke, etwas, was uns an die Körpersprache erinnert, was Nachdenkliches, was Lustiges, und da schreibe ich 2-3 Zeilen drunter. Und das ist dann so eine Aufgabe der Woche, wo ich einfach sage, schau mal bei deinen Mitmenschen in der Woche genau auf das Signal oder schau mal bei dir genau auf das Signal. Wer das haben will, geht am besten auf meine Homepage, da kannst du dich registrieren dafür und du kriegst das einmal pro Woche zugeschickt. Es wird immer so am Sonntag oder am Montag sein. Diese eine Mail, ganz kurz, haben ganz viele Menschen, schon weit über 10.000 Menschen weltweit kriegen das. Wunderbar. Das sind auch sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du für uns Zeit gehabt hast und für das Gespräch. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Sie finden dieses und jedes andere Stadtgespräch unter www.kt1.at. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie möchten. Auf Wiedersehen.